Hallo und willkommen zum Slingshot Channel. Heute geht es mal nicht um Zwillen, Armbrüste, Pfeil und Bogen und Co., sondern heute geht es um eine mögliche, vor allen Dingen sehr perfide, geplante Verschärfung des deutschen Waffengesetzes rund um das Thema Schreckschusswaffen. Also solche feinen Teile hier. And dear English-speaking followers, this is a German video because I'm trying to prevent a change in the German gun laws. If you want to know more about this, skip to this mark and then I will have some explanations in the English language for you. Thanks. So, dann kommen wir mal wieder zurück zur Sache. Ja, Schreckschuss, Reizstoff- und Signalwaffen, SAS-Waffen, im Volksmund auch Gaspistolen genannt. Solche Dinger wie hier diese Erma, die schon lange nicht mehr hergestellt wird und deswegen eigentlich eine Rarität ist. Aber auch andere Waffen sind in Deutschland unglaublich beliebt. Es gibt über 10 Millionen davon in den Händen der Bürger. Und gleichzeitig ist es so, dass ungefähr 700.000, also über 700.000 Leute sogar den kleinen Waffenschein haben und damit solche Waffen auch legal geladen in der Öffentlichkeit mit sich tragen dürfen. Ja, das sind vielleicht die beliebtesten freien Waffen, die wir überhaupt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin jetzt nicht so ein Riesenfreund davon, denn ich glaube, wenn man sowas mit sich trägt und man begegnet einem Angreifer, der eine scharfe Waffe hat, dann kann das böse ins Auge gehen, weil die natürlich eigentlich harmlos sind. Die knallen laut und die können auch ein bisschen Reizstoff versprühen, aber mehr können sie nicht. Trotzdem sind es natürlich richtig tolle Waffen, die, wenn sie gut gemacht sind, einen Spaß machen. Also ich habe euch mal ein paar von meinen Schmuckstücken mitgebracht. Das hier ist mein kleiner Little Joe. Das ist die Jubiläumsausgabe in Gold mit der alten PTB 380. Der ist noch im Kaliber 22 Knall, das wird so nicht mehr hergestellt, das gibt es ja nur noch im Kaliber 6 mm. Wirklich ein süßes Ding, 24 Karat mit Goldüberzug. Also von daher, ich muss sagen, ich habe da Spaß dran. Aber auch hier der noch original verpackte, legendäre Bündelrevolver, oder eigentlich müsste ich sagen Bündelpistole von Perfecta. Ja, das ist also Kaliber 6 mm Flobert. Wird auch schon so lange nicht mehr gebaut. Man kann das ganze Laufbündel nach vorne ziehen. Dann kann man die ganze Sache also hier mit den kleinen Knallpatronen laden. Und dann kann man das Ganze wieder zuführen. Und schon hat man im Prinzip eine Waffe, die dann viermal hintereinander schießt. Und dabei automatisch, das finde ich mechanisch super gelöst, den Schlagbolzen im Hammer rotiert. Da gibt es ein scharfes Vorbild aus der Westernzeit. Und ja, das finde ich ganz toll. Darf so natürlich auch schon lange nicht mehr gebaut werden, weil sie wahrscheinlich zu einfach scharf zu machen wäre. Wenn man sie scharf macht, dann ist sie natürlich wertlos, aber ein schönes Stück aus meiner Sammlung. Und derzeit darf man solche Waffen frei ab 18 in Deutschland kaufen und besitzen, führen, wie gesagt, nur mit kleinem Waffenschein, den man aber bekommen kann, solange man unbescholten ist. Ansonsten muss man kein Bedürfnis nachweisen. Noch ist das so. Warum jetzt aber noch? Ja, jetzt wird es interessant. Denn das liegt an den Aktivitäten eines gewissen Berliner Innensenators mit dem Namen Andreas Geisel, ein SPD-Mitglied. Also Herrn Geisel sind diese Gaspistolen ein Dorn im Auge. Und deshalb hat er die sogenannte Innenministerkonferenz, auch INK genannt, überredet, den Bundesinnenminister zu beauftragen, einen Bericht anzufertigen, der die Möglichkeiten einer neuen Regulierung dieser Waffen aufzeigt. Dieser geheime Bericht mit dem Namen Bericht des BMI zum Thema Schreckschusswaffen, Verschärfung des Waffenrechts, enthält offensichtlich konkrete Vorschläge zur Verschärfung des Waffengesetzes in Bezug auf diese Gaspistolen. Ja, und die Innenminister, die haben dann darüber abgestimmt, über das Ergebnis dieses Berichtes und sind zu folgendem Entschluss gekommen. Ich lese mal vor. Die INK bittet das BMI unter Bezugnahme auf die in dem Bericht dargestellten Handlungsoptionen geeignete gesetzliche Verschärfungen des Waffenrechts in Bezug auf Schreckschuss- und Signalwaffen vorzunehmen, mit denen künftig dem Erwerb und Besitz von Schreckschuss- und Signalwaffen besser begegnet werden kann und gleichzeitig das Führen dieser Waffen erschwert wird. Ja, liest sich trocken, aber die Botschaft dahinter ist vollkommen klar. Denn was bedeutet das nun? Ganz genau wissen wir das nicht, denn der Bericht, auf den man sich hier bezieht, der ist nämlich nicht freigegeben. Das bedeutet geheim. Ja? Und warum macht man so einen Bericht geheim? Natürlich, weil man nicht will, dass sich unter den Betroffenen zu früh breit macht, was da auf sie zukommt. Denn das ist ganz klar. Was will man tun? Man wird es jedem erschweren. Die Altbesitzer werden betroffen sein, die potenziellen Neukäufer, die noch vorhaben, sich sowas zuzulegen.
und selbstverständlich auch diejenigen, die den kleinen Waffenschein haben und so eine Waffe gerne mit sich tragen müssen wollen und dafür ja auch Gebühren bezahlt haben und sich dann haben durchleuchten lassen und alle 3 Jahre immer wieder. Die nehmen das alles auf sich und jetzt soll wahrscheinlich bald Schluss damit sein. Denn es ist ganz klar, Besitz, Erwerb und das Führen soll im Prinzip verboten werden oder verhindert werden. Also ich wende mich gegen jede Verschärfung des Waffengesetzes, auch wenn es mich jetzt nicht so direkt betrifft. Also von daher möchte ich gerne wissen, was steht in diesem geheimen Bericht? Der ist ja immerhin auch mit meinen Steuern finanziert worden und hat diese ganze Angelegenheit, die ganze Sachlage wohl sehr gut durchleuchtet und dann diese ganzen Handlungsoptionen aufgezeigt. Und jetzt soll ein Gesetz gemacht werden, das mich betrifft. Und da darf ich diesen Bericht nicht lesen? Das verstehe ich nicht, das nehme ich auch nicht hin. Und in Deutschland muss man sowas eigentlich auch nicht hinnehmen, denn es gibt das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz, auch IFG genannt. Das Informationsfreiheitsgesetz besagt im Grundsatz, jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den Behörden des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Ja, und das bedeutet, dass die Behörden jedem Bürger, wenn er denn einen solchen Antrag stellt, eine Einsicht in eigentlich alle Unterlagen gewähren muss, es sei denn, es gibt ganz, ganz harte Gründe, die das verhindern, wie zum Beispiel die Bedrohung der öffentlichen Sicherheit. Also wenn ich jetzt also genau wissen will, wie funktioniert denn die Alarmanlage im Deutschen Bundestag, das müsste jetzt nicht offengelegt werden, weil natürlich da Verbrecher ihre Schlüsse rausziehen können. Aber ein Bericht über eine mögliche Gesetzesverschärfung, mit Steuergeldern angefertigt, und der ist jetzt Grundlage eines neuen Gesetzes, das Millionen von ehrbaren Bürgern betrifft. Warum sollte so ein Bericht geheim bleiben? Warum? Was kann da passieren, wenn der an die Öffentlichkeit dringt? Außer, dass die Leute sehr, sehr sauer werden. Aber nur, weil die Bürger sauer werden, wenn man sie mit einem neuen Gesetz quälen will. Das kann meiner Meinung nach nicht der Grund sein, sowas geheim zu halten. Ja, also habe ich so einen Antrag gestellt, dem BMI zukommen lassen und habe eben gefordert, dass ich diesen Bericht zu sehen kriege. Das wurde aber abgelehnt. In der Begründung steht dann, angeblich hat die INK noch nicht abschließend darüber beraten und da würden noch Abstimmungen in internen Gremien laufen. Ja, ich habe da Widerspruch gegen eingelegt, das ist mein Recht, das ist ja ein offizieller Bescheid und gegen Bescheide kann man in Deutschland immer einen Widerspruch einlegen. Denn meiner Meinung nach ist das so, der veröffentlichte Beschluss der INK, denn der ist einsehbar, der sagt ganz was anderes. Man bittet schlicht und einfach um die Umsetzung der Gesetzesverschärfung. Da werden keine Nachfragen gestellt und es wird auch nicht um eine Rückmeldung gebeten. Nein, die IMK hat die Sache abgeschlossen und fertig. Ja, so habe ich meinen Widerspruch dann auch begründet. Naja, wir sind da vielleicht 2 Wochen ins Land gegangen. Dann kam dann also erneute Ablehnung, diesmal in gelbem Umschlag, eine Zustellungsurkunde. Die Erwähnung meiner Reichweite in meinem Widerspruch hat mich da wohl in eine ganz andere Schublade katapultiert, denn diesmal hat sich der Abteilungsleiter, ein Herr Dr. Jörg Bentmann, toller Vorname, ansonsten habe ich nicht viel mit ihm gemeint, persönlich der Sache angenommen. Und jetzt ist auch gar keine Rede mehr von diesen Gremien, in denen man sich angeblich noch darüber abstimmen würde. Nein, nein, nein. Es gibt auch keine laufende Beratung mehr, auf die der Herr Dr. Bentmann sich bezieht. Er benutzt stattdessen einen seit vielen, vielen Jahrzehnten und wahrscheinlich Jahrhunderten beliebten Trick der Behörden, wenn man sich mit irgendwas nicht befassen will. Man erklärt sich nämlich einfach für nicht zuständig. Ja? Er sagt, ich möge doch bei der IMK nachfragen. Aber das wäre sowieso verlorene Liebesmühe, denn die IMK hätte ja sowieso generell beschlossen, solche Dokumente frühestens nach 2 Jahren erneut zu prüfen, ob man die freigeben könnte. Also hätte ich ja eh keine Chance. Naja, schauen wir doch mal rein rechtlich gesehen auf diese Sache. Die IMK ist ja gar keine Behörde, sondern die IMK ist so eine Art Stammtisch der Landesinnenminister, die sich 2-mal im Jahr treffen, um dann über viele Themen zu beraten und dann irgendwelche Dinge anzustoßen, wie jetzt hier auch. Ja? Und es ist auch tatsächlich nicht erforderlich, so einen Antrag nach Informationsfreiheitsgesetz bei dem sogenannten Inhaber der Verfügungsgewalt zu stellen. Das muss man nicht. Der BMI hat diese Unterlage, ganz klar, die ist in den Akten, die dort verfügbar sind und deswegen muss er sie auf Antrag auch rausrücken. Ja, zumindest ist das meine Meinung. Ja, und selbst wenn jetzt die IMK beschlossen hat, das aber erst nach 2 Jahren zu prüfen, naja, die können ja beschließen, was sie wollen, aber sie unterliegen trotzdem noch den deutschen Gesetzen. Ich kann ja auch einfach beschließen, jetzt keine Steuer mehr zu bezahlen. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich sie nicht bezahlen muss. Und das bedeutet auch nicht, dass der Staat nicht alles Mögliche tun wird, um mich dann doch dazu zu bringen, meine Steuern zu bezahlen, oder?
Also wenn man mir diese Akteneinsicht verweigert, dann muss man mir schon klare Gründe darlegen, warum ich das nicht sehen darf. Und das haben die bisher nicht getan, oder seht ihr das anders? So, an dieser Stelle müsste ich aber natürlich jetzt Klage einreichen. Ne? So läuft das. Antrag, Ablehnung, Widerspruch, Ablehnung, dann bleibt mir nur die Klage. Aber ich habe ja persönlich keinen großen Vorteil von der Sache, außer dass ich das dann vielleicht behalten darf. Aber ich meine, das betrifft mich nicht, weil die Firma Gogan, deren Geschäftsführer ich bin, wir handeln überhaupt nicht mit solchen Waffen. Bei uns gibt es nur Armbrüste und Bögen und Schleudern und sowas. Ja? Aber ich habe dann mit dem Herrn Ingo Meinhardt gesprochen. Der ist nämlich Geschäftsführer des VDB, das heißt Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenhändler. Ja, und der VDB bemüht sich schon wirklich seit vielen Jahren um die Belange der Waffenhändler, aber eben auch der Waffenbesitzer. Na, und ich bin deswegen, genauso wie viele andere Waffenbesitzer, auch ein Fördermitglied, weil ich eben persönlich kein Waffenhändler bin, sondern ein ganz normaler Endverbraucher. Aber man kann da dem VDB als Fördermitglied beitreten. Das kostet dann 36 Euro Jahresgebühr, die zahle ich gern. Und dafür hat man eben einen Verband, der sich tatsächlich stark macht für die Interessen der Waffenbesitzer. Ja, im Klartext, der VDB kämpft dafür, dass wir Waffenfreunde nicht noch weiter mit immer neuen Gesetzen und Vorschriften gegängelt und gequält werden. Ja, Herr Meinhardt hat dann gesagt, ich soll das doch offiziell mal zu Papier bringen und soll dann einen offiziellen Antrag stellen. Und dann wäre er zuversichtlich, dass der VDB mir in der Sache auch helfen würde. Ja, und was soll ich sagen? Der VDB hat gesagt, das machen wir, dafür treten wir ein. Wir werden dann selber solche Anträge stellen und werden das ganz dafür so machen und dann auch die IMK und alles. Wir werden diesen ganzen Rundumschlag machen. Und natürlich rechnen wir damit, dass das ebenfalls abgelehnt wird, aber wir werden dann zur Not bis zur höchsten Instanz durchklagen, damit wir diese Berichte zu sehen kriegen und dann rechtzeitig verhindern können, dass man wieder die Waffenfreunde enteignet, ohne Entschädigung, wie das jetzt schon ein paar Mal passiert ist, mit Salutwaffen etc. etc. Ja, und das ist doch mal ein Wort, oder? Also deswegen meine ganz klare Bitte. Unterstützt das. Bitte tretet dem VDB bei. Werdet auch Fördermitglied, die 36 Euro, die bezahlen natürlich die Rechtsanwaltskosten etc. etc. Ist auch eine klare Message dem Gesetzesgeber gegenüber, dass man das mit uns nicht machen kann. Ich habe euch den Link unten reingestellt und ich finde wirklich, das ist mal unsere Chance, mal rechtzeitig was zu tun, damit wir nicht schon wieder überfallartig mit einem neuen Gesetz gequält werden und dann können wir da nur die Klappe halten und uns an das Gesetz halten. Ne? Das kann vielleicht diesmal verhindert werden. So, und ich bitte jetzt auch wirklich ganz ausdrücklich alle Waffenfreunde hier tätig zu werden. Auch dann, wenn ihr mit Gaspistolen überhaupt nichts am Hut habt. Denn das ist doch die klare Strategie des Gesetzgebers. Der will eigentlich alle Waffen aus dem Verkehr ziehen, will uns vollständig entwaffnen und will uns vielleicht stattdessen eine Zuckerstange in die Hand drücken. Ich weiß es nicht, wenn sie nicht zu spitz ist. Also jedenfalls ist es so, dass das macht man so. Es gibt ja in Deutschland sehr, sehr viele Waffenbesitzer. Die will man nicht alle verärgern. Also sucht man sich immer nur einen Teil aus. Und dann ist das in Deutschland so, dass dann die Luftgewehrfreunde sagen, ja, mit den Gaswaffen, da bin ich froh, dass wir diesmal davongekommen sind. Aber Freunde, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. In der nächsten Runde sind dann die Luftgewehrleute dran und dann die Armbrustleute und dann die Burkenleute. Solange bis nichts mehr übrig ist. Deswegen, wir müssen das so machen, wie das die Waffenfreunde in den USA schon lange tun. Wir müssen nämlich zusammenhalten und jede noch so kleine Verschärfung des Waffengesetzes konsequent ablehnen. Und das können wir nicht selbst, das können wir nur in einem Verband. Und ich bin der Meinung, der VDB zeigt hier gerade ganz klar, dass er dafür eintritt. Und deswegen bin ich auch ein glühender Verfechter davon, dass wir uns im VDB versammeln und dem dann auf die Art und Weise die Stirn bieten. Ich habe übrigens hier überhaupt gar keine finanziellen Interessen. Also wie gesagt, ich bin selber Fördermitglied, aber ich kriege jetzt überhaupt keine Prämie, weil ich euch geworben habe etc. etc. Das ist alles überhaupt nicht so. Mir geht es nur darum, ich möchte diesen Bericht sehen, den der liebe Herr Dr. Bentmann mir nicht offenlegen will. Und ich glaube, ihr auch, oder? So, jetzt kann man ja hinterfragen, ob diese Gaswaffen nicht wirklich so böse sind, dass man sie verbieten muss. Ja, das kann ja sein, dass man der Meinung, man liest ja auch immer wieder was drüber. Aber jetzt muss ich mal sagen, gehen wir doch mal auf die Geschichte dieser ganzen Sache zurück. Denn wie gesagt, Ausgangspunkt ist der Berliner Innensenator Andreas Geisel, SPD. Denn der hat eine Statistik gelesen, die also gesagt hat, dass im Jahr 370 Straftaten mit Gaspistolen im Jahr 2020 verübt worden sind. In Berlin. Und Berlin hat ja so, weiß ich nicht, irgendwie über 4 Millionen Einwohner oder so. Also 370 Straftaten waren ihm zu viel. Und deswegen fordert er diese Gesetzesverschärfung.
und rühmt sich auch damit in der Zeitung, also hier in der Berliner Zeitung, den Beschluss der IMK herbeigeführt zu haben, weil ja die Zahl der Straftaten mit den SAS-Waffen so hoch sei. Wenn man aber jetzt mal genau in diese Statistik schaut, dann sieht man, dass von den 370 Straftaten 244, also der Löwenanteil, einfach nur das Führen dieser Waffen ohne den kleinen Waffenschein gewesen ist. Also im Prinzip sind das Straftaten, die ich mit einer Gesetzesverschärfung überhaupt nicht verhindern kann. Denn diese Leute haben ja schon das geltende Gesetz einfach ignoriert und das Ding trotzdem mitgenommen. Ja, ganz abgesehen davon, dass da ja nichts mit passiert ist. Ne? Also von daher gibt es auch noch natürlich noch weitere Vergehen mit diesen Gaswaffen. Aber das waren zum überwiegenden Teil Bedrohungen. Und die Bedrohung, die kann ich natürlich auch mit einer Softair-Pistole machen. Die sieht auch täuschend ähnlich aus und die kann ich mir für 10 Euro oder so bei Amazon kaufen. Und ich kann sie sogar nach verübter Tat dann wieder innerhalb von 30 Tagen zurückgeben, kriege mein Geld wieder. Also das kann ich auch nicht verhindern damit. Ja, und die Anzahl der wirklichen Verletzungen, Todesfälle gibt es ja keine, dafür sind die Dinge einfach nicht stark genug. Die Zahl der Verletzungen mit diesen Waffen, ja, das waren 20 Stück, ganze 20 Stück im ganzen Jahr in ganz Berlin mit über 4 Millionen Einwohnern. Und demgegenüber stehen aber fast 2700 Straftaten mit Messern im gleichen Zeitraum, gleiche Stadt etc. gegenüber. Ne? Also 20 zu 2700. Und jetzt muss man ja auch sagen, ein 12 cm langes Küchenmesser, also mit 12 cm langer Klinge, das kostet wirklich nicht viel. Das kann jeder frei kaufen. Das kann man frei mit sich tragen, auch schon als Minderjähriger. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist gefährlicher als eine Schreckschusspistole, zumal die ja nach den letzten Entschärfungen ohnehin nur noch den halben Druck haben dürfen. Aber ganz davon ab, ob die nun gefährlich sind oder nicht. Was sie nicht sind, ist ein schweres Problem in Deutschland. Eindeutig nicht. Es gibt so viele davon und trotzdem passiert so gut wie nichts. Ja, und wenn sie dann auch noch in der Hand von total unbescholtenen und rechtschaffenden Bürgern sind, die dafür dann so einen kleinen Waffenschein ausgestellt haben, den sie sofort verlieren, wenn sie sich irgendwas zu Schulden kommen lassen. Ja, die machen da garantiert keinen Unsinn mit. Was es doch eigentlich ist, das ist der billige und schmähliche Versuch von dem Andreas Geisel, sich auf Kosten der ehrbaren Bürger als Hardliner und Hardcore-Waffengegner zu etablieren, damit ihn möglicherweise Leute, die Waffen nicht mögen, umso mehr wählen. Das ist es doch. Dabei ist ihm vollkommen egal, was er uns damit antut. Und ich glaube, das sollten wir nicht wehrlos hinnehmen. Ich glaube, dagegen sollten wir uns wehren. Und ich glaube, das Sinnvolle dagegen ist, in den VDB einzutreten und auf die Art und Weise dem VDB zu ermöglichen, den Kampf aufzunehmen. Ja, was könnt ihr denn noch tun? Oder was könnt ihr tun, wenn ihr nun absolut gegen so eine VDB-Mitgliedschaft seid oder einfach keine 36 Euro im Jahr überhaupt? Naja, also es ist ja euer Recht als Bürger, den Beamten und Politikern einen Brief zu schreiben, wenn euch was nicht passt, was die tun. Ja? Also wenn ihr wollt, dann könnt ihr natürlich gern Herrn Geisel eine E-Mail schreiben oder auch einen richtigen Brief schreiben und ihn einfach mal fragen, welche Verschärfung er denn gemeinsam mit seinen Ministerkollegen in den Ländern so gerne umsetzen möchte. Ne? Dann sagen Sie doch mal, Herr Geisel, was ist denn das, was Sie da genau haben wollen? Und oder warum ist das geheim? Wieso wollen Sie das nicht sagen, wenn Sie es doch wollen? Das kann doch da nicht so schlimm sein, das dann auch einfach mal Ross und Reiter zu nennen, oder? Ich meine, angeblich seid ihr Politiker doch alle so hochtransparent etc. Dann beweist das doch mal. Also ich habe euch jetzt mal seine E-Mail-Adresse unten reingepostet und ich habe euch auch mal meine persönliche Anfrage vom 13.10., die habe ich euch dann auch mal als Link unten reinkopiert. Also das soll jetzt keine Aufforderung sein, den genau diesen Text zu bombardieren. Das wäre vielleicht sogar illegal, kann ja sein, dass ihm das dann Schaden zufügt. Aber ich sag mal so, es ist euer Recht, dem einen Brief zu schreiben. Freut sich doch. Okay, and now a short explanation for my English-speaking audience, as promised. And as you may know, in Germany we already have a really tight gun law. But one of the most common guns that are still available to all people 18 and older are the blank firing guns, and you can also use them to fire tear gas. So these are really common, people dearly love them. There's over 10 million of those in the hands of German citizens, and about 700,000 Germans, a country of 80 million, have a carry permit for them, which you can really get if you have a clean criminal record and you don't really have to say why you want one. So it's a fairly simple process, but if you do it, then you're fully registered, then your background will be scrutinized every three years. So if you do driving under the influence, you could say these things goodbye. So the 700,000 people are completely law-abiding
and are really, really good citizens. The Berlin Minister of Internal Affairs, Andreas Geisel, wants to see them banned and wants to take them out of the hands of the 10 million citizens that own one. And he's really preparing for these changes in the gun law, but he tries to hide it. He tries to make it a secret. So all the reports that have been written, well, of course, on taxpayers' cost, they are supposed to not be published. They are kept secret, and therefore trying to prevent the gun community and the gun industry from actually trying to stop it as early as possible. And I'm trying to unite the German gun owners and also gun dealers and so on to do something against this, just simply because I think that the gun laws are tight enough and there's no need to make them even tighter. Actually, I think they should be loosened up to give people the right to carry and own guns. And there's an organization that I think will do it, and they actually have said that they will take up the good fight. And I joined that organization, and I'm paying my membership fees, and I'm trying to encourage everyone else to also do this. And that organization, the VDB, will actually go ahead and sue the government and make sure that we can see those hidden preparations and hidden reports so that we can actually try to stop that gun law change as early as possible. Because I think we need to unite, and if we don't, they will completely disarm us. So please support us by liking this video, maybe. Or leaving a comment would be a good idea too. Otherwise, thanks and bye bye.